fix weiter. Jetzt den Gruppensieg auch noch. Ich glaube, jeder Einzelne von uns kann wirklich stolz auf sich sein. Ja, es ist trotzdem ein bisschen komisch. Ich bin jetzt auch schon sehr oft angetreten in einer Europa League und dass wir so durchmarschieren, ist natürlich etwas ungewöhnlich, aber wir haben gewusst, dass wir heuer eine sehr große Chance haben, weil wir einfach gesehen haben in den Spielen gegen Ajax Amsterdam und Donetsk, dass wir mithalten können mit so großen Mannschaften. Und ja, und dann hat das erste Spiel gleich gepasst und irgendwie ist da eins nach dem anderen gekommen und wir haben zum Glück auch den Gruppensieg geholt. Es war ein richtig toller Herbst international und ja, wir sind überglücklich und sehr stolz auf unsere Leistungen. Wenn einer Erster oder Zweiter ist, geht er immer als Favorit in die Partie. Und wir haben einfach die Chancen, wir waren effektiv in der Europa League, muss man sagen. Wir haben sehr guten Fußball gespielt, das ist auch ein Vorteil vielleicht gegenüber der Liga, dass uns da die Mannschaften nicht kennen, unseren Spielstil jetzt nicht so verinnerlicht haben wie vielleicht eine Ligamannschaft, wo man viermal gegeneinander im Jahr spielt. Und deswegen ist es einfach so, dass wir da natürlich überraschen können und es hat uns teilweise keiner was zugetraut und ja, und das haben wir einfach sehr gut umgesetzt. Im Endeffekt. Es ist ein verschossener Elfmeter, über den ich mich jetzt nach dem Spiel eigentlich sehr, sehr wenig ärgere. Wenn wir unsere Leistung bringen, wenn wir in den zwei Spielen wieder über uns herauswachsen können, dann ist einiges möglich. Und ja, das soll auch unser Ziel sein. Wir wollen noch einige Runden überstehen. Ob so sein wird, werden wir dann sehen im nächsten Jahr.